42142. Wir singen erst auf Deutsch, dann auf Englisch. Yeah.
Also wir haben eine neue Übersetzerin, sie ist nicht neu, aber... Now here eine Überraschung. Also Überraschung. Surprise. So, welcome. This is Pauline, the dear daughter of Sunil. We heard on the first day in Acts of Apostles 21:9, there is a man called Philip. He had four daughters. Who had the gift of prophecy. Also ich bin die Tochter von Sunil und in der Apostelgeschichte haben wir gestern gehört, seinen Mann gibt Philippus, yeah. Der vier Töchter hat. Yeah. They are like that, four daughters. So habe ich auch, also wir sind vier Mädels. And all of them were born in Adoration Center, living in Adoration Center. I don't think anybody in the whole world has this privilege. Und all diese vier Mädels sind im Anbetungszentrum geboren. Deswegen glaube ich, dass es niemanden gibt oder nicht viele, die dieses Privileg haben. Yeah. Stellt euch das so, vor. This is so special about Pauline. She is born and grown in Adoration Center and now she completed her graduation in Sacred Theology. Now she is going to do her post-graduation in the Theology. Also das ist was Spezielles über die Pauline. Und sie hat jetzt also den Bachelor in Theologie abgeschlossen und jetzt macht sie den Master weiter in Theologie. Yeah. Shall we all stretch our hand towards her and pray for her? Mm-hmm. She always need power. So I also request you every day pray for her. She needs prayer. Sie braucht ganz, ganz viel Kraft vom Herrn, also bitte, bitte betet für sie, yeah, jeden Tag. Because in this situation for a young person like her to learn theology is not so easy. Weil für junge Leute heutzutage ist es nicht einfach, Theologie zu lernen. One of the reasons is there are 100 people around her discouraging. Why are you studying this? What will you get after learning theology? Like these people are behind her. Ein Grund deshalb ist, weil es viele Leute gibt, die sie entmutigen und fragen, wieso machst du das überhaupt? Da gibt keinen Sinn. But the Lord wants it. Aber der Herr will es. Can you put on that light also? So let us pray. Oh, also lasst uns beten, let Heiliger pray. Geist. Everybody, all of you, please pray for Pauline and Sunil and the whole family. Bitte betet für Pauline, ganze Familie. Bless her in this study of sacred theology. She not only take masters, she also should take doctorate in theology. Hallelujah. Bless her. Bless her. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So,
As now there is not much introduction, we are straight away going to enter into the personal prayer. Also es wird jetzt nicht viel Einleitung geben, wir werden gleich ins persönliche Gebet gehen. So, let us focus the most holy Trinity dwelling in our heart. Lasst uns unseren Fokus legen auf die heilige Trinität in unserem Herzen, die Dreifaltigkeit. Yeah. And so let us sign the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So when we pray like this, we must recognize. Wenn wir so beten, müssen wir erkennen. From the time of incarnation, the status of the Trinity is different. Dass seit dem Zeitpunkt der Menschwerdung der Status oder der Zustand der Dreifaltigkeit anders ist. What is the difference? Was ist der Unterschied? Menschlichkeit Jesus noch. Hm? Menschlichkeit Jesus. That Jesus man. Humanity. Yeah. Jesus become man. That is God and man become one. Jesus become Emmanuel. Also es ist Jesus Mensch geworden. Das heißt, Gott und Mensch wurden eins. What was the last one? Jesus became Emmanuel. Also Jesus Emmanuel geworden. Jesus became Emmanuel. Jesus is the second person of the Trinity. Er ist Emmanuel. Er ist die zweite Person der Dreifaltigkeit. So how is the Trinity now? Also wie ist die Dreifaltigkeit jetzt? Vater. Holy Spirit. Heiliger Geist. Son and the mankind. Und der Sohn und die Menschheit. Can you believe it? Könnt ihr das glauben? So we say in the name of the Father and of the Son, say that. Also wir sagen im Namen des Vaters and of the Son. Upon us. Because they are all with us. Wir zeigen auf uns, weil sie alle in uns sind. Name of the Father Name des Vaters and of the Son. Now this Father came down. Father sent his Son. Also der Vater hat den Sohn gesandt. Into us. In uns. And what they did? Und was haben they sie getan? Give the Holy Spirit. Sie geben den Heiligen Geist. Yeah. Don't hurry. The Holy Spirit saw what happened. Our life changed from left side to right side of God. Und durch das Geben des Heiligen Geistes, was hat sich geändert? Unser Leben hat sich von der linken auf die rechte Seite geändert. Where are we now? Wo sind wir jetzt? We are at the right side of the God. Wir sind zur Rechten des Vaters oder Gottes. Confirming Ephesians chapter 2. Das bestätigt Epheser 2. Ephesians chapter 2:6. Epheser 2:6. Ephesians chapter 2:6. Ephesians chapter 2:6 says, risen, raised us up with him and seated us with him in heavens in Christ Jesus. Ephesians. But it's hold on. Corinthians. Here. Ephesians chapter 2:6. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben. You hear it? Könnt ihr es hören? Ja. Shall we wiederholen? Shall we repeat it? Sollen wir es wiederholen? Raised us up with him and seated us with him in the heavens in Christ Jesus. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben. So through incarnation we are all in the body of Christ. Also durch die Menschwerdung sind wir alle im Leib Christi. So when he died we were with him. Also als er gestorben ist, waren wir mit ihm. And he raised
Und er ist auferstanden. So where we are. Also wo sind wir jetzt? We were with him. Wir waren auch mit ihm. And he ascended where we are. Und er ist aufgefahren. Then also we were with him. Und da sind wir auch. Sorry, where are we now? Wo sind wir jetzt? We are in heaven with him. Wir sind im Himmel mit ihm. Yeah. So Christianity began after that. Also danach erst hat Christentum angefangen. When we read the Gospels, we must understand all what was in the Gospel is fulfilled before Christianity began. Also wenn wir Bibel oder Evangelium lesen, dann müssen wir verstehen, dass alles erfüllt worden ist. In today's Gospel, in the Holy Mass today, you will hear, in today's Gospel, Jesus was giving a prophecy about his passion, death and resurrection. Und heute in der Messe werden wir im Evangelium hören, eine Bibelstelle, wo Jesus Zeugnis gegeben hat oder prophecy. Eine Prophetie abgelegt hat für... No, your expression must be different. Prophecy. Jesus was giving a prophecy. You must recognize he was prophesying about his death and resurrection. Also wir müssen, er hat über seinen Tod und seine Auferstehung eine Prophetie oder Prophezeiung abgelegt. They will, the Son of Man will be killed, but on the third day he will rise again. Also er hat gesagt, dass der Menschensohn also hingerichtet wird, aber am dritten Tag auferstehen. He kept saying this three times. It is written in the Gospels. Three prophecy about his death and resurrection. Das wurde dreimal geschrieben. Also es wurde dreimal im Evangelium geschrieben, dass es also drei Prophetien gab. Yeah. That is why we say he is risen as it was told. Deswegen, he is risen as it was spoken. So we say. Deswegen sagen wir, wie geschrieben wurde, ist er auferstanden. Yeah. I don't know how to say it in German. Yeah. You said it right. As it is written. Correct? Wie geschrieben wurde. Yeah. Okay. So all these things now as those persons who has the gift of prophecy, our understanding will be as it is written. Ah, that means there was a prophecy about his resurrection. So accordingly he rose. Das heißt, jetzt wir, die auch diese Gabe der Prophezeiung haben, wir müssen verstehen, es ist geschrieben, wie es geschrieben steht. Das heißt, what was the second part? As it is written, so it happened. So every prophecy also es ist will geschehen, be happening. Deswegen, also es wurde geschrieben, es ist geschehen, so wird auch jede andere Prophezeiung in Erfüllung gehen. Oh, see, I wanted to do personal prayer, but I am preaching now, sorry. One more word, then we will go. Also, ich wollte persönliches Gebet ja machen, aber jetzt beginne ich wieder zu predigen, aber ein Wort noch. Because with this understanding, we should do the personal prayer. Weil mit dem Verständnis, mit dem folgenden Verständnis müssen wir jetzt das persönliche Gebet weitermachen. Jetzt gehen wir ins Johannesevangelium. Chapter 14. Johannes 14. Chapter 14, 10. 14, 10. Yeah. This is a Johannes favorite 14, 10. For Margaret. Das ist Peggy's, das ist eins von ihren Lieblingsstellen in der Bibel. Which one? 14? 14:10 says, Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Johannes 14:10 besagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Now, next word. Das nächste Wort. The words that I speak to you, I do not speak on my own. Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Then what? Ja, then? Dann von wo? So when we read up to this, we have in our mind that he is not speaking, then the Father is speaking.
Also bis jetzt, also wenn wir das so lesen, denken wir nicht, dass er gesprochen hat, sondern dass der Vater gesprochen hat. We think like that, correct? Also wir denken so. What do you think? Huh? Yes? Was glaubt ihr? He says, the word I speak, I do not speak. Er sagt, also die Worte, die ich sage, kommen nicht aus mir. At this time we think, he is not speaking, the Father is speaking. Das heißt, wir denken, es ist nicht Jesus, der spricht, sondern der Vater. But you see now, what is written next? Aber wir müssen auf das schauen, was als nächstes passiert. The Father who dwells in me is doing his works. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. The Father dwell in me is not speaking, as we were expecting. Der Vater, der in mir lebt oder bleibt, spricht nicht, wie wir es. But doing. Aber er tut es. That is the prophecy. Das ist die Prophezeiung. Prophecy means it is. It seems God is speaking, Jesus is speaking, but in speaking, Father is doing. Also in der Prophetie ist es so, dass es also nicht erscheint, dass Jesus spricht, aber in Wirklichkeit ist es der Vater, der es tut. Yeah. Now, read it once again. Also lesen wir es noch einmal. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? The words that I speak to you, I do not speak on my own. Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. The Father who dwells in me is doing his works. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. I am now remembering a testimony. Once I was in, I think, Philadelphia in America, giving an exhortation, giving a retreat to Indian people. Ich erinnere mich gerade an ein Zeugnis. Ich war einmal in Philadelphia, also und habe ein auch ein eine Tagung, Exerzitien für indische Leute gegeben. So a priest telephoned me. I am driving, it will take 6 hours to reach you, but I want to meet you. Und can you give me a termin, an appointment? Ein Priester hat gesagt, ich bin gerade auf dem Weg, aber es dauert sehr lang. How many 6 hours? 6 hours. 6 Stunden muss ich fahren und ich möchte dich aber gerne treffen. Hättest du einen Termin frei? Sure, you can come anytime. Ja, klar geht, kannst jederzeit kommen. And he came and he said, I want to hug you. Dann ist er gekommen und hat gesagt, ich möchte dich umarmen. Yes, sure, it's a privilege. Ja, es ist ein Privileg für mich. I said, what happened? Und ich habe gesagt, was ist passiert? He said, I heard your talk in the YouTube where you were explaining this John 14:10. Er hat gesagt, ich habe auf YouTube deinen Vortrag gehört, wie du über Johannes 14:10 gesprochen hast. I am a doctor in theology, but I have never. It never registered to me the way you explained. Ich habe zwar einen Doktor in Theologie, aber ich habe das nie verstanden, so auf die Art, wie du es erklärt hast. And that is so great. Und das ist so großartig. And I understood now that. Und das habe ich erst jetzt verstanden. That's why I came to meet you. Deswegen wollte ich dich treffen kommen. It is a great understanding. Es ist ein großes Verständnis. So we remained in that hug. Also haben wir uns eine Zeit lang umarmt. Maybe he wanted to draw all one. Ich glaube, er wollte alles aus mir ziehen. Kein Problem. Kein Problem. You see this. This is all I received when I am in adoration and through the gift of prophecy. Ihr seht, dass alles, was ich hier sage, das habe ich durchs Gebet und durch das durch die Gabe der Prophetie bekommen im Gebet. I speak. Und der Herr hat zu mir gesagt, ich But spreche. When I speak, aber wenn ich spreche, I do not speak on my own.
spreche ich nicht aus mir selbst. But my father is doing his works. Aber mein Vater vollbringt seine Werke. So as an example, when the Lord spoke, I will start 100 adoration centers through you. Das heißt, als der Herr gesagt hat, ich werde 100 Anbetungszentren durch dich eröffnen oder durch dich starten. Jesus is speaking. Da spricht Jesus. But simultaneously, Father is doing. Da spricht Jesus, aber gleichzeitig tut der Vater. Already it begins. Und es beginnt schon. Take this. This is prophecy. Nehmt das. Das ist Prophetie. Nehmt es ein. So whenever a prophecy comes, don't doubt. Das heißt, wann immer ihr eine Prophezeiung bekommt, zweifelt nicht. Father is doing. Der Vater tut es. But we recognize it when it is completely happening. Aber wir verstehen es erst oder wir erkennen es erst, wenn es wirklich passiert. Let us praise God. Thank you, Jesus. Lass uns Gott preisen. Halleluja. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Shandala. Okay. So now. Come back to the Trinity. Und jetzt lasst uns weiter, also zurückkommen zur Dreifaltigkeit. All this I said to focus our personal intimacy with God when we focus to our inner self, the Trinity and humanity is dwelling in us together. Also all this I said, ich habe das alles gesagt, because when we focus God in us, weil wenn wir uns auf Gott, der in uns ist, fokussieren, God within us is the Trinity with the humanity. Dieser Gott, der in uns ist, ist also mit der Dreifaltigkeit und mit der Menschheit. And all the prophecies on the about the salvation is already fulfilled. Und alle Prophetien oder Prophezeiungen über die Erlösung sind schon vollfüllt. The prophecy about incarnation is fulfilled. Die Prophezeiung über Menschwerdung. And his life sein Leben is fulfilled. Und ja. Christ's life is fulfilled. Das Leben Christi ist vollfüllt. His death is fulfilled. Sein Tod wurde erfüllt. His resurrection fulfilled. Seine Auferstehung. And he took us into the presence of the Father in glory, Und dass er uns mitgenommen hat mit sich in die Präsenz Gottes, also der Herrlichkeit. Yeah. Then one more word, Colossians chapter 1. Und noch ein Wort, Kolosser 1. Colossians chapter 1. Colossians 1:26-27. Kolosser 1, 26-27. The mystery hidden from ages and from generations past, but now it has been manifested to his holy ones. Es ist jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart wurde. To whom God chose to make known the riches of the glory of his mystery among the Gentiles. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. It is Christ in you, the hope for glory. Christus ist unter euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christ is in you. Christus ist in euch. The hope of glory. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. The hope for glory. What means hope for glory? Was bedeutet Hoffnung auf Herrlichkeit? Now this is next understanding. We should not simply believe God is in us.
Das ist das nächste Verständnis, das wir bekommen müssen, ist nicht nur, dass Gott in uns ist. This God who is in us is the one who is going to come at the end raising everybody. Dieser Gott, der in uns ist, ist derselbe Gott, der wiederkommen wird und alle mit sich auferstehen lässt. Yeah. That is, the whole humanity will die. Das heißt, die ganze Menschheit wird and will become dust. Und zu Staub werden. But from the dust, God will raise them all into glorious body. Aber vom Staub wird Gott sie alle auferstehen lassen in verherrlichte Körper. Like Jesus was seen in the Mount Tabor in the Transfiguration. Also wie Christus am Mount Tabor, Berg Tabor transfigured. Bei der Verklärung. In the glory. In Herrlichkeit. That is Jesus' human nature. Das ist Christus menschliche Natur. He's seen in glory. Seen. Ach so, das kann man in der Herrlichkeit sehen. That he's shown a sample, a little taste about how he will resurrect and how he will come again at the end. Das heißt, er hat einen kleinen Vorgeschmack gegeben, auf wie er auferstehen wird und wie er wiederkommen wird am Ende. Hope of glory. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. And that must be our faith. The one who is going to come again, he's right now here. Und das muss unser Glaube sein. Der wiederkommen wird, ist schon mit uns. So he said, I am the resurrection. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung. Now believe that glaubt, Christ's hope for glory is right within us. Jetzt glaubt, dass Jesu Hoffnung auf Herrlichkeit in uns ist. Oh, Father, Son and Holy Spirit dwelling in our heart. Vater, Sohn, Heiliger Geist, der in uns wohnt. Now make the sign of the cross once again with all this understanding. Also mit all dem Verständnis, das wir jetzt empfangen haben, lass uns das Kreuzzeichen noch mal. Im Namen des Vaters and of the Son und des Sohnes and of the Holy Spirit und des Heiligen Geistes. The Trinity, the Lord Jesus will move our life from the left side. Und so wird Jesus oder die Dreifaltigkeit unser Leben von der linken Seite auf die rechte Seite. We will stand at the right side of God in the hope of glory. So dass wir zu Rechten Gottes stehen in der Hoffnung auf Herrlichkeit. Pope Francis says, don't be afraid about the end time, about the judgment. You are not alone. Der Heilige Vater sagt, ihr sollt euch nicht sorgen über die Endzeit. Ihr seid nicht alleine. You will have two advocates with you. Ihr werdet zwei advocates. Anwälte haben. Jesus and Holy Spirit. Jesus und den Heiligen Geist. So they are with us. Also sie sind mit uns. Okay. Now let us adore. Also lasst uns jetzt anbeten. Yeah. Adoring is important. Anbetung ist wichtig. In the New Testament you see the leper came to Jesus. Im Neuen Testament sehen wir, dass der Leprakranke zu Jesus gekommen ist. He paid homage. That means he adored. Er hat angebetet. Er hat. What's homage? Oh, adoration. Also er hat verehrt. Yeah. Because he knew he is God. Weil er wusste, dass es Gott ist. But Israel. The Jews never understand he is God. Aber die Juden haben das nicht gewusst, sie haben das nicht verstanden, dass es Gott ist. One reason is it was hidden from them. If they were knowing this, they would not have crucified Jesus. Ein Grund dafür ist, es war versteckt für sie, also sie haben es nicht gewusst, weil hätten sie es gewusst, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. So, but some people he gave this
knowledge. Aber manchen Leuten gab er diese, dieses Wissen. They adored. Und diese haben angebetet. So a mighty miracle happened there. Und so ist ein großes Wunder dort geschehen. This leper said, if you will, you can make me clean. Denn dieser Leprakranke hat gesagt, wenn du es möchtest, kannst du mich reinmachen. So all other people said, don't, go away, leper, go away. Und alle anderen haben gesagt, geh weg, Leprakranker. But Jesus went near. Aber Jesus ist nahe zu ihm gegangen. It is forbidden to touch a leper. Es ist eigentlich verboten, einen Leprakranken anzufassen. But he touched him. Aber er hat ihn berührt. And he said, I will. Und er hat gesagt, ich will es. Be clean. Sei geheilt, sei rein. Now what happened to him? Was ist jetzt mit ihm geschehen? In that Augenblick. In diesem Augenblick. That is a word. Beautiful word. Augenblick. The blink of the eye, this whole leprosy disappeared. He became like the risen Lord. Genau in diesem Augenblick. Augenblick ist ein sehr schönes Wort. Genau in diesem Augenblick ist es geschehen. Er wurde gereinigt. What was it? He became like the risen Lord. Glorified one. Er ist wie der auferstandene Herr geworden, so also verherrlichter Körper. Und, it is to be understood, he gave him a new life. Das muss verstanden werden, es wurde ihm ein neues Leben gegeben. This is what we should claim. We have many leprosy inside us. Und das ist auch dasselbe bei uns, wir haben viele Krankheiten oder Leprakrankheiten in uns. Which we cannot change. Das können wir nicht ändern. Like leprosy, no one could heal. So wie eben wenn jemand Lepra hatte, das konnte man nicht heilen, kann man nicht heilen. Lord, I believe. Herr, ich glaube. You can make me clean. Dass du mich heilen kannst. Say the same word. Sag dasselbe Wort. Oh Lord. O Herr. You are in me. Du bist in mir. You can make me clean. Du kannst mich rein machen. Let us adore him. Lasst uns ihn anbeten. Father, we adore you. Lay our lives before you. We love you. Come on, sing. Father, I adore you. Lay my life before you. How I love you. Jesus, I adore you. Lay my life before you. Thank you, all those who are watching this on live. Auch God bless you. Danke an alle, die auf YouTube dabei sind und das anschauen. Gott segne euch. Okay, now let us consecrate our inner self. Lasst uns jetzt uns selbst aufopfern. Let us consecrate inner self. Consecrate.
und uns unser Inneres ihm weihen. Aufopfern. I offer my soul. Herr, ich gebe dir meine Seele, ich opfere dir meine Seele. Because our soul draw power from God. Weil unsere Seele die Kraft von Gott bekommt und supply to our mind und sie God. Weitergibt in unseren Verstand und unseren Körper. And if we don't do it, our mind become weak. We have no strength. Und wenn wir das nicht tun, wird unser Verstand schwach und wir haben keine Kraft. You see, I am working day and night. I have full strength because I understood this. Always I must draw power from God in my soul and soul should supply power to mind. Ihr seht, ich arbeite Tag und Nacht, aber ich habe immer noch ganz, ganz viel Power und das ist eben weil man das machen muss, die Kraft von Gott entziehen somebody oder bekommen. Said to me, Thomas Paul, you are same. Even 30 years back I saw you, you are same. Even now you are same. Jemand hat mir mal gesagt, Thomas Paul, bei dir hat sich nichts verändert, du bist derselbe wie vor 30 Jahren. What is the secret? Was ist das Geheimnis? This is the secret. Das ist das Geheimnis. I tell you the secret. Ich verrate euch das Geheimnis. Our soul draw power from God. Unsere Seele bekommt die Kraft von Gott. And supply to our mind and body. Und versorgt damit Verstand und Körper. That is why personal prayer is very important. Deswegen ist das persönliche Gebet so wichtig. This is the point of contact. Das ist dieser Punkt des Kontakts. Which is given in our hand. Also der Schalter wurde uns schon in die Hand gelegt. Now the mic system is here, but it's not voice because you have not put on the switch. Also es ist wie beim Mikrofon, es ist zwar da, aber wenn man es aus oder aber wenn man es nicht anschaltet, dann funktioniert es nicht. God is given to you, but he has given a switch. Also Gott, so ist es auch mit Gott. Er wurde dir gegeben, aber man muss den Schalter noch betätigen. Like in your home there is electricity, but there is a switch. When you put on the switch, the light power comes. So wie es auch von bei jedem von uns zur Elektrizität gibt. Also wir haben so Licht, aber das Licht kommt nur, es wird nur hell, so wenn wir den Schalter umlegen. Switch on the power of God in you. Das heißt, das persönliche Gebet ist, wenn man die Kraft Gottes in sich einschaltet, anschaltet. This is the point. Das ist der Punkt. I surrender my soul. Ich übergebe meine Seele. Yeah. Now our soul become united with that whole supernatural power of God. Und jetzt wird unsere Seele vereinigt mit dieser ganzen übernatürlichen Kraft Gottes. Draw power. Yes, Lord, I believe. Ja, Herr, ich glaube. I believe. Ich glaube. In Catechism paragraph was German Catechism. Catechismus 1718 sagt. That 1718 Saint Augustine. Zum Heiligen Augustinus. That my soul lives from God. Dass meine Seele von Gott lebt. I said 1718, correct? Part, only read this part. Okay, bei 1718 etwas weiter unten steht. How is it then that I seek you, Lord? Since in seeking you, my God, I seek a happy life. Let me seek you, so that my soul may live. Auf welche Weise soll ich dich suchen, Herr? Denn wenn ich dich, mein Gott, suche, suche ich das glückselige Leben. Now, very important. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. For my body draws life from my soul, and my soul draws life from you. Ich will dich suchen, auf dass meine Seele lebe, denn mein Leib lebt durch meine Seele und meine Seele lebt durch dich. Next,
God alone satisfies, St. Thomas. Und das nächste sagt Heilige Thomas, Gott allein sättigt. So this is a very, very strong point. Also das ist ein ganz starker Punkt. My soul, that is very personal. My soul. Das ist was ganz Persönliches, dieses meine Seele. Draw life from you. Lebt durch dich. I don't have to go to heaven. Heaven came down to earth and lives in me. Ich muss nicht zum Himmel gehen, denn der Himmel ist schon zu mir gekommen und lebt in mir. My soul draws life from you. Meine Seele lebt durch dich. And my body draws life from soul. Denn mein Leib lebt durch meine Seele. Okay, now one by one we offer to the soul, to God dwelling in our soul. Jetzt werden wir nach und nach oder nacheinander, One by one we offer our inner self into the Trinity dwelling in our soul. Jetzt werden wir uns selbst der heiligen Dreifaltigkeit in unserer Seele übergeben. I surrender my conscience. Ich übergebe mein Gewissen. Conscience is the core, sacred core of our heart where God speaks. Das Gewissen ist so der heilige Kernpunkt in unserem Herzen, wo der Heilige Geist oder Gott spricht. But in our conscience there can be many wrong convictions which need to be purified. Aber in unserem Gewissen gibt's auch können es auch sehr viele können viele falsche Überzeugungen sein, die zuerst gereinigt werden müssen. Then we cannot hear God. Weil durch die ermöglichen, also durch die können wir Gott nicht wirklich hören. Even if we hear, we may not be able to believe it. Und selbst wenn wir ihn hören, könnte es sein, dass wir durch diese falschen Überzeugungen ihm nicht glauben können. So let us offer our conscience. Also lasst uns jetzt unser Gewissen aufopfern. Oh, cleanse our conscience. Reinige unser Gewissen. Oh, Holy Spirit. Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Cleanse my conscience. Reinige mein Gewissen. Jesus wash the foot of the apostles and said, unless I wash you, you have no part with me. Jesus hat ja auch die Füße der Apostel gewaschen und gesagt, bis ich euch nicht wasche, habt ihr keinen Anteil an mir. Correct. So a washing removes all the wrong and bad things from our conscience to make the Einheit. Also dieses Waschen beseitigt alle falschen Überzeugungen in unserem Gewissen. Then we get a good union. Also dann kommen wir zu einer guten Einheit mit Gott. Reinigung. Oh, ich kann es nicht ganz lesen. Reinige mein Herz. Reinige. Ja, das verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, dein will ich dienen, mach mich rein, heilig. Sanctify me, O Lord, cleanse my body.
cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Jesus said, every plant that is not planted will be planted, not planted by my Father, will be uprooted. Jesus hat gesagt, jede Pflanze oder jeder Baum, der nicht, der nicht in meinem Vater gepflanzt ist, wird wieder rausgerissen werden. Yeah. That is Matthew chapter 15:13. Das ist in Matthäus 15:13. So in our conscience, there are many wrong things planted from the world and from the people. Das heißt, in unserem Gewissen gibt es viele Sachen, die eingepflanzt sind von der Welt oder von Leuten. That must be uprooted. Das muss ausgerissen werden. Oh, Holy Spirit, I don't know what are they. Heiliger Geist, ich weiß nicht, was für Überzeugungen das But sind. You examine my conscience. Aber prüfe mein Gewissen. This is the famous step in all spirituality, examination of conscience. Das ist ein wichtiger Punkt in allen Spiritualität. In all spirituality. In Spiritualität. Yeah, in der Spiritualität, wenn man so Überprüfung des Gewissens. How beautiful her singing, isn't it? Wie schön ist ihr Gesang. Thank God. Danke, Herr. Yes, so this is the very important point. Every plant, say, every plant which are not planted by my Heavenly Father may be uprooted. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jede Pflanze, die nicht gefestigt ist in meinem Vater, wird ausgerissen werden. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. You look inside my conscience. You schau in mein Gewissen. You carefully look in my conscience. Schau vorsichtig everything. In mein Gewissen und beseitige alles. Let us sincerely open. Sincerely pray, oh Holy Spirit. Lass uns penetrate into my conscience. Penetriere mein Gewissen, lass uns so beten. And purify my conscience. Und reinige mein Gewissen. Even from my childhood time, many wrong things might have entered in my conscience. Schon seit meiner Kindheit sind wahrscheinlich viele falsche Überzeugungen in mein Gewissen eingetreten. See, just I want to tell you an example, a very small example. Suppose when we were a little child, when we were going to do some bad things, mommy, papa or grandma, somebody said, don't do this, God will punish you, okay? Don't do this, God will punish you. Ein kleines Beispiel, zum Beispiel als wir noch klein waren, haben vielleicht unsere, und wir irgendwas machen wollten und unsere Eltern oder die Oma nicht ganz damit einverstanden waren, haben die wahrscheinlich gesagt, mach das nicht, der liebe Gott wird dich bestrafen. God will punish you. Er wird dich bestrafen. Every time, then this becomes, it is not the truth. Das ist aber nicht die Wahrheit. God comes to save us, not to punish us. Denn Gott ist gekommen, um uns zu retten, nicht um uns zu bestrafen. So, when we hear this every day, in our conscience, there become a dominating thinking, punishing God. Und wenn wir das in unserem Unterbewusstsein, also in unserem Gewissen haben, so wird das ein ganz großer Punkt, diese Überzeugung, oh Gott wird mich bestrafen. Yeah. So let us pray. Like this many things may be there, we don't know. Und so gibt es wahrscheinlich noch mehr solche Überzeugungen in uns. So this is a prayer. Every day we must pray, because every day we, nowadays when we are in the media, social media, so many false thinking, false teachings, false messages we read and
clumsiness. Deswegen müssen wir dieses Gebet jeden Tag beten, denn auch zum Beispiel durch die Medien kommen ganz viele falsche Informationen oder Überzeugungen in uns rein. Wir werden überflutet damit. These days, when we open the YouTube, we get so many criticism on Pope Francis. Wenn wir einfach zum Beispiel nur YouTube aufmachen, kommen ganz viele Kritisierungen an den Heiligen Vater. Even if you don't read it, the title comes inside us, the title. Selbst wenn wir, es uns nicht anschauen, da kommt einfach nur der Titel von diesem YouTube-Short oder Video kommt in uns. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. All unwanted things from my conscience. Reinige alle ungewollten Sachen von meinem Gewissen. Now let us praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lass uns Gott anbeten. Yes, Lord. Yes. Purify my conscience. Purify my conscience. Purify, sincerely pray. This is very important for the gift of prophecy. Dieser Punkt ist ganz wichtig für die Gabe der Prophetie, Prophezeiung. Can you sing that? Sanctify me once again. Very good. Sanctify me, O Lord, cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Once again. Sanctify me, O Lord, cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. By the way, I hope you know who is the writer of this song? Ja, übrigens, ich, nur so mal nebenbei, ich hoffe, ihr wisst alle, wer dieses Lied geschrieben hat. This is written by Thomas Paul 30 years back. Das selbst hat Thomas Paul vor 30 Jahren geschrieben. And you are singing with the author of this song. Also, ihr singt mit dem And this became very popular all over the world. Und das ist ziemlich berühmt geworden. Also auf der Welt so. It is mainly on this personal sanctification. Und dieses Lied geht hauptsächlich über diese persönliche so I love to hear it once again. Sanctification, wie sagt man? Reinigung. Once again, Holy. Sanctify me, O Lord. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Okay. If anybody wants the full song, you should send me a WhatsApp message 0091-944-719-6033. I shall send it. Wer den ganzen Songtext will, kann mir gerne über WhatsApp schreiben und ich schick's. 0091 Okay, now, so in our inner purification, conscience is very important. When we are in the operation of the charisms. Also bei unserer inneren Reinigung ist diese Reinigung des Gewissens ganz hoch oben, wenn es um Charismen geht. Yeah, particularly prophecy. Ganz speziell Prophetie. So you should continue this every day. This is a Beispiel, it's an example, but we should continue this every day. Also dieses Gebet ist jetzt ein Beispiel hier, aber dieses Gebet sollten wir jeden Tag wiederholen, immer wieder. Suppose you don't have full 1 hour, at least few minutes, then you should do first worshiping the Trinity and sanctify soul and conscience. Und selbst wenn wir jetzt keine Stunde am Tag haben, dann wenigstens so ein paar Minuten zuerst what was the first thing? Worship. Anbeten, also die Dreifaltigkeit anbeten und dann um Reinigung
des Gewissens. The soul and the Trinity, soul and conscience. Also Seele und Gewissen. Slowly you will find your whole day is different. Und ihr werdet bemerken auf einmal, dass euer ganzer Tag ganz anders ist. Quickly, I want to say one more testimony. Ein schnelles Zeugnis möchte ich noch teilen, das ist in Österreich passiert. One gentleman said, Thomas Paul, I feel I am so tired the whole day. Und ein Mann hat gesagt, Thomas Paul, ich bin den ganzen Tag nur müde. And when I come back after the work, I am not able to play with my children or to spend some time with my wife. Und ich bin so müde, dass wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ich so müde, dass ich nicht mit meiner Zeit, mit meiner Frau Zeit verbringen kann oder mit meinen Kindern spielen. Könntest du mir bitte helfen? I said yes, yes. Und ich habe gesagt, ja, klar. You have to tell me what you do first in the morning, as soon as you get up. What you do. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, erzähl mal, was ist denn das Erste, was du machst am Morgen, nachdem du aufstehst? I immediately get ready and run for my work. Er hat gesagt, ja, ich stehe sofort auf und ich gehe gleich zur Arbeit. That means you are using all your power for work. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, das bedeutet, dass du deine ganze Energie und deine ganze Kraft für deine Arbeit aufwendest. So you are naturally tired. Also bist du natürlich müde. Oh, then what? What also, else I should do? Was soll ich anders machen? There is another possibility. Und es gibt noch eine Möglichkeit. God has created you with another system. He supply power to you. You draw that power. With that power you can work. Gott hat dich mit einem anderen System geschaffen, und zwar dieses System verleiht dir Kraft, die du von Gott bekommst, und die gibt dir dann Kraft für den ganzen Tag. You should work not with your power, but with God's power. Also arbeite nicht mit deiner eigenen Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Christian life is a life to work with the power of Christ. Das christliche Leben ist ein Leben, in dem man mit der Kraft Gottes or arbeitet. Life in the Spirit. Oder eben Leben im Geist. Yeah. What do you mean? Was meinst okay. du? You, what you should do is, can you 10 minutes, can you pray simply, oh God dwelling in me, fill me, fill me, fill me. Was ihr tun solltet, oder ist es euch möglich, mindestens 10 Minuten einfach zu beten, Heiliger Geist, füll mich. Morning before you, as soon as you get up. Also gleich am Morgen, bevor oder gleich nachdem ihr aufsteht. 10 minutes? Einfach 10 Minuten? Yeah, please, 10 minutes. You try 3 days. Bitte versucht einfach mal 3 Tage in Folge 10 Minuten nach dem Aufstehen. You better tell him 1 hour, that he may not do. Wenn ich sage, macht es eine Stunde lang jeden Morgen, dann werdet ihr es vielleicht nicht machen. So I wanted to make a trick. Also will ich einen kleinen Trick anwenden. Okay, 10 minutes. Okay, I will try. Okay, 10 Minuten, ich werde es probieren. I said, this is like a medicine, 3 days you have to take, then come back to me. Das ist so eine Medizin, also so Medikation, das müsst ihr 3 Tage in Folge einnehmen und dann danach könnt ihr wieder zu mir kommen. Yes, yes, Thomas Paul, I'll do it, I'll do it. Ja, Thomas Paul, ich werde es machen. I promise you. Ich verspreche es. And after 3 days he says, this is a wonder, there is complete change. Und nach 3 Tagen werdet ihr sagen oder sehen, es ist ein Wunder geschehen und es ist so ein kompletter Wandel passiert. So now what do you think? Was denkt ihr jetzt? I think I should pray more than 10 minutes. Ihr werdet dann denken, ich glaube, ich sollte mehr als diese 10 Minuten am Tag beten. I said yes. I send you a personal prayer, you do this prayer. It is good 1 hour, but in your schedule, I don't think you will be able to do, but do it as much as possible. Slowly, slowly, you will be able to get up early morning and make 1 hour step by step. You said that to the man? Yeah. Ach so, okay. Und ich habe dem Mann dann gesagt, okay, diese, mach das einfach Schritt für Schritt, jeden Tag 10 Minuten und dann nach der Zeit wirst du eben dich fühlen, dass du mehr beten sollst und dann wird es dir auch langsam möglicher sein, früher aufzustehen und zu beten. Okay. Now let us
quickly pray the other area of our mind. Lasst uns jetzt noch auf die andere das andere Gebiet schauen. Which one? The unconscious, subconscious and und zwar auf unser Unterbewusstsein, Unbewusstsein, Unterbewusstsein. Let us surrender our conscious mind, unconscious mind, subconscious mind and senses. Lasst uns jetzt also dem Herrn hinlegen unser Unbewusstsein, das Unterbewusstsein, Bewusstsein und die Sinne. Now we continue praying, offering all our inner mind. Jetzt machen wir weiter eben unser these four things, right? Yeah. Unser Unbewusstsein, Unterbewusstsein, Bewusstsein und die Sinne. Oh, Holy Spirit. Heiliger Geist. Cleanse me. Reinige mich. Cleanse my inner senses. Reinige meine inneren Sinne. And inner mind. Und Bewusstsein, Unterbewusstsein. Okay, now this you should continue doing it. Und das sollt ihr weitermachen. We are concluding now. Wir werden jetzt one more prayer. Wir werden jetzt schließen mit noch einem letzten Gebet. That is empowerment. Ask the Holy Spirit to fill us. Und das ist die next step number 6. Das ist Bevollmächtigung. Also ist Nummer 6. So let us pray, oh Holy Spirit, fill us with your, with the love, joy, peace. Let us all stand up and pray. Lass uns alle aufstehen und beten, Herr, fülle mich and mit Liebe, Freude. As we stand up and pray, Freude, by the end, it should Frieden. Come to a praising. Und wie wir jetzt beten, so soll es am Ende dann in ins Preisen übergehen. Ins yeah. Fill us with the love, joy, peace. Füll mich mit Liebe, Freude, Friede. Oh, Holy Spirit. Heiliger Geist. Fill us with the love, joy, peace. Füll uns mit Liebe, Freude, Friede. Fill us with the love, joy, peace. Liebe, Freude, Friede. Fill us with the love, joy, peace. Jesus, füll uns mit Liebe, Freude, Friede. Fill us with the love, joy, peace. Füll uns mit Liebe, Freude, Friede. Fill us with the love, joy, peace. Füll uns mit Friede, Freude, Frieden. And wisdom, knowledge, understanding. Und Weisheit. Weisheit, Einsicht. Weisheit, Erkenntnis, Verständnis. Wisdom, knowledge, understanding. Wisdom, knowledge, understanding. Weisheit, Einsicht, Erkenntnis, wisdom, knowledge, understanding. Weisheit, Einsicht, Verständnis. 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 Faith, hope and charity. Faith, hope and charity. Und Glaube, Hoffnung Liebe. Und Liebe. Faith, hope and charity. Glaube, Hoffnung, Liebe. Fill us, Lord. Fühl uns mit Glaube, Hoffnung, Liebe. And fill us and open all the charisms, particularly gift of prophecy. Fülle uns also und gib uns besonders die Gabe, also alle Charismen und ganz besonders, Herr, fülle uns mit der Gabe der Prophetie. Fill us with all the charisms. Füll uns mit allen Charismen. Fill us with all the charisms. Herr, füll uns mit allen Charismen. Open all charisms. Öffne die Charismen, alle Charismen. Open all charisms. Öffne alle Charismen in uns. Open all charisms in us. Fülle alle Charismen in uns. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. Open all charisms in us. Öffne alle Charismen in uns. Yeah. Now let us praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Holy Spirit, everybody praising God. Yeah. Hallelujah, Lord. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Everybody praising in tongues. Praising in tongues. Betet in Zungen. Halabala, 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 halabala. Everybody, praise in tongues. Alle singen in Zungen, beten.
Shandala Halabana 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 Halabana. Now, if anybody feels a prophecy is coming, you can speak out. Und wenn jemand jetzt eine Prophezeiung bekommt, soll er sie aussprechen. My beloved people, I have chosen you to bear more fruits. Meine geliebten Kinder, ich habe euch dazu auserwählt, mehr Früchte zu tragen. The fruits which are eternal. Die Früchte, die ewig sind. I give you all power and knowledge and understanding. Ich gebe euch alle Kraft, Erkenntnis, Verständnis. Bear more fruits. Tragt mehr Früchte. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Shandala Halabala. Shandala Halabala. 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 If anybody getting a vision or anybody, yeah. I see her. I see her. This girl is climbing on a huge wall, crawling, and then she is given two huge wings. Is asking not to crawl but to fly over the wall. She is given that wing, two wings, powerful, big wings, huge wings. Ich sehe ein Mädchen, das einen Berg besteigen möchte, und sie klettert und klettert, und sie bekommt zwei große, mächtige Flügel, und der Auftrag ist, kletter nicht, sondern flieg über den Berg. Thank you, Lord. Praise the Lord. Shalala. Again, anybody getting a vision or prophecy? Anders, speak out. Eine Vision oder eine Shalala. Oh, Holy Spirit, speak to us, Lord. Oh, Holy Spirit, speak. Heiliger Geist, sprich zu uns, sprich zu uns, Herr. Speak, speak, Herr, sprich zu uns. Halleluja. Yeah. Say that in English. Prune to bear more fruits. Yeah. What's prune? Prune. The vine and branches, you know. Also man Wein hat und die. The branches are cut. Die Reben, wenn sie geschnitten werden oder gereinigt, yeah, dann bringen sie mehr Frucht. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Let us thank God now. Lass uns Gott jetzt danken. God has spoken to his people. Hallelujah. God has spoken to his people. Hallelujah. And his words are words of wisdom. Hallelujah. And his words are words of wisdom. Hallelujah. Yes, so now we conclude here the personal prayer. Now we go for breakfast. Also jetzt gehen wir frühstücken und beenden das persönliche Gebet. Thank you. God bless you. Danke, Gott segne euch. And thank you very much, Pauline. Very good. I love that singing. Oh. Good. Yes.